Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Wann hatten die ihre Kleidung sauber gemacht? Keine Ahnung. Die komplette Kleidung ist sauber, ne? Wir hatten vorhin auch noch jede Menge Blut, was jetzt aufgefallen wäre. Ja. Nach unten. Du läufst zur Kamera hin, also ja. Nach unten drücken. Unterschlupf, Unterschlupf, Unterschlupf. Ja, ich hab doch X gedrückt. Ja, anscheinend nicht. Nicht rechtzeitig. Hä, aber da war doch gar keine Zeit abgelaufen. Ja, du bist aber weitergelaufen. Nee, ich hab ja erst X gedrückt, dann ist nichts passiert und dann bin ich weiter. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Boah, die arme Alice. Tut mir voll leid. Dein Unterschlupf für die Nacht. Alice, wir müssen uns beeilen. Boah, die Alice läuft da aber stocksteif, ne? Der Android, der läuft so richtig schön menschlich. Wir haben mehrere Optionen. Geh da mal rüber, geh mal vorher da rüber. Mal gucken, was die sagen. Boah, die Alice, die läuft viel zu stocksteif, als ob sie Stock im Arsch hätte. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? So stelle ich mir Androiden vor. Okay, die sagen uns nichts. Da links war noch was. Oh, da ist ein Hotel. Da ist ein Hotel. Oh, ne, Motel ist das ja schon. Motel. Ne, drück mal R2 bitte. Geh mal. Da hinten. Huch, jetzt läuft sie plötzlich hinter uns. Ja, geht doch mal dahin. Da ist doch was. Ja, das wäre eine Unterschlupf, die wir theoretisch nehmen könnten. Gehen wir aber jetzt bitte nicht rein. Nicht? Nein. Ich will nur die anderen Optionen erstmal angucken, die wir haben. Erstmal gucken, was wir noch an Optionen haben. Weil wir können ja anscheinend drei Optionen nehmen, um irgendwo einen Unterschlupf zu haben. Hier sind noch vier Sachen. Ja, aber wenn wir die Aufgaben angucken, sind es anscheinend drei. Oder? Keine Ahnung. Da, guck mal, da ist aber zum Untersuchen. Sehr unbequem, aber unauffällig. Parkplatz versuchen. Na, guck mal, bitte weiter um, ob wir noch irgendwo weitere Dreiecke haben, die wir absuchen können. Gucken wir mal, haben wir noch irgendwo Dreiecke? Nein, okay. Meine Frau will immer durchrushen. Guck mal, da schön ist. So, und da haben wir's. Du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Oh doch, die ist kalt. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Was zum Teufel? Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Was? Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses.
Was haben wir denn noch? Da haben wir was, rechts haben wir was. Wir hatten noch eine Möglichkeit. Barnes. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist nein, es nein, 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 nein. Jetzt komme ich mal raus, ne? Natürlich. Da nicht hingehen, da kann man nämlich, da gehen wir nämlich in den Unterschlupf rein, das will ich nicht. Rechts um die Ecke war noch was. Rechts um die Ecke. Rechts um. Kommt die Alice oder kommt die nicht? Wo soll ich denn hin? Rechts um die Ecke! Habe ich jetzt viermal gesagt, ja, rechts um die Ecke. Ich auch. Das gehört doch auch zum Parkplatz, ja, oder nicht? Gucken gehen. Gucken. Weil das halbe Spiel brauche ich nicht aufzunehmen. Da, siehst du, da haben wir noch was. Private Property. Trespasser will be prosecuted. Ja, soll ich? Ja, guck doch. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt's hier nicht. Na, mir auch nicht. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Zaun kann hier mit einem Drahtschneider zerschnitten werden. Ja, so. Es muss irgendwo noch eine versteckte Munition Sache geben. Finde eine Drahtschere. Ja, dahin können wir nur den Zaun aufmachen, das wissen wir ja. Da ist wahrscheinlich da vorne nämlich dran ein Drahtschneider. Aber Frage ist jetzt, was machen wir? Welche Option gehen wir durch? Ja, ich hätte gesagt, das Haus, oder? Das Haus ist am unauffälligsten. Nee, wobei, ich glaube, das Haus ist tatsächlich am auffälligsten, weil wir mit dem Drahtschneider das Haus aufmachen. Also nehmen wir den Parkplatz. Nee, ich will mal, gehen wir mal vorne rechts in den Laden rein. Gucken wir, was da ist. Wir gucken mal die Möglichkeit an. Weil ich will Alice jetzt auch nicht in unnötige Gefahr bringen eigentlich. Wirklich, sondern... Ja, das ist, glaube ich, das Beste. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Nein, nein, nein. Laden die Steuer, Kassierer ausrauben. Nein, nein. Lauf weiter, lauf weiter. Ich traue mich gerade nicht zu laufen. Ja, lauf doch. Dann machst du ja nichts. Wir rauben ihn nicht aus. So, jetzt geh da hinten nochmal in den Laden rein. Wir hatten links. Wäscherei haben wir was gehabt. Oder sollen wir mal zum Motel gehen? Ah, ne, im Motel können wir auch nichts machen. Da können wir auch wahrscheinlich nur. Ja, aber doch, trotzdem gehen wir bitte zum Motel. Gucken wir, was wir da machen können. Wir versuchen erst tatsächlich die legalen Methoden. Dieses Ausrauben will ich wirklich nicht machen, weil es wäre sehr, sehr aggressiv. Und das halte ich doch für zu überzogen, wenn ich ehrlich bin. Viel zu überzogen. Ein Motel. Da haben wir unseren Schlafplatz. Da brauchen wir aber Geld tatsächlich. Geh mal rein. Gucken wir mal. $40. No Android allowed. Gehen wir nicht rein? Wir brauchen $40. Und andere Kleidung für mich. Oder wir suchen weiter. Gehen wir in die Laundry rein, vorne. Fuck, Alter. Schaffe $40 und andere Kleidung. Ich kann gar nicht das Spiel noch ein Tick lauter machen. Das ist mir ja eigentlich ein bisschen leiser gestellt. So ist besser, hier müsste ist jetzt es sein. Warm. Dir geht's gleich besser.
So, hier würden wir andere Kleidung herkriegen und aus dem Laden hinten würden wir ja Geld kriegen. Wir könnten jetzt theoretisch ins Motel reingehen. Aber ich bin ganz ehrlich, durch diesen Ladendiebstahl würden wir Aufmerksamkeit erregen. Da, hast du das zu lesen? Ja, danke. Bestäubende Bienen offiziell ausgestorben. Ohne Bienen in die Katastrophe. Cybersicherheitsexperte warnen, ihr Android könnte gehackt werden. Weniger als 5% der Mitglieder auf Dating-Webseite weiblich. Ja, ohne Bienen in die Katastrophe. Tatsächlich ist das wirklich so, Bienen sind dermaßen wichtig für die Umwelt. Das ist der Wahnsinn. Also man ahnt gar nicht, wie wichtig Bienen tatsächlich sind. Allein dieses Bestäuben macht so viel aus. Bestäubende Bienen offiziell ausgestorben. Seit Jahrzehnten haben Wissenschaftler vor dem Aussterben der Bienenpopulation gewarnt. Trotz aller Warnungen. Was? Ich esse immer nur Honig mit ganzen Bienen. Genau, Chuck Norris-like. Trotz aller Warnungen hat das Global Institute for Endangered Species gestern in Washington das offizielle Aussterben der Wildbienen verkündet. Nur im Gefangenschaft leben noch Exemplare. Die Bienenzahlen wurden in jüngerer Zeit durch ein Bienensterben dezimiert, bei dem Arbeitsbienen verschwanden und die Stöcke ohne Nahrung zurückließen. Biologen bestätigten, dass das Bienensterben durch den übermäßigen Einsatz von Pestiziden, Parasiten und Umweltverschmutzung beschleunigt wurde. Die Konsequenzen dieser Katastrophe wirken sich auf die Baumwollindustrie aus, die Trinkwasservorräte und vermutlich am verheerendsten die Landwirtschaft. Umweltschützerin Katie Linder hebt die Bedeutung dieser Nachricht hervor. Einer von drei Bissen Nahrung, die wir essen, ist irgendwie abhängig von der Bestäubung. Die resultierende Hungersnot wird weltweit Millionen Todesopfer fordern. CyberLife hat in Kooperation mit GIES Pläne zur Herstellung von Roboterbienen präsentiert. Andere wiederum verfolgen einen Lösungsansatz ohne Roboter. Detroit Urban Farms zum Beispiel experimentieren zurzeit mit in Gefangenschaft gezüchteten Bienenstämmen. Aber ein Erfolg ist nicht garantiert. Ne, die müssen ja ausgewildert werden. Gospies Wiki. Mein Mann hat den Androiden geschwängert. Lesen Sie mir. Was? Wie kann ein Android, der ein Roboter ist, geschwängert werden? Musikmeeting. Live-Konzerte erleben ein Comeback. 10 Wege, ihrem Mann zu gefallen und ihn zu halten. Nackt rumlaufen. Musikmeeting. Live-Konzerte erleben ein Comeback. Für die jüngere Generation war es völlig normal, Konzerte in VR zu erleben. Und würde nicht ein VR-Headset aufsetzen wollen und die Show vom besten Platz des Hauses erleben? Es ist eine günstige, sichere und unproblematische Lösung, die Lieblingswert zu erleben. Aber der Live-Musik steht eine Derevolution bevor. Nina und Konsuke Music hat eine Kampagne gestartet, um altmodische Konzerte mit Live-Publikum und Stars in Fleisch und Blut ein Comeback zu ermöglichen. Chuck Norris, ernsthaft, Chuck Morrison, Sprecher von MKM, erklärt, die Kultur der Live-Konzerte ist ein Ding der Vergangenheit, das wir zurückbringen müssten. Echte Musik hallt in der Seele nach, inmitten von Leuten, die dieselbe erleben wie du. War's nicht richtig gemacht. Break the Wall wird einer der ersten Bands auf der Bühne sein. Vor einem Live-Publikum aufzutreten und sofort eine Reaktion zu erhalten, wird total abgefahren. Das ist, wofür wir Musik machen, sagt, was steht da? Leadsänger Bass Rudd? Ich glaube Leadsänger soll das heißen, ne? Der Hype, der Applaus, die Schreie. Das kriegt man auf dem Sofa einfach nicht mit. Sollte dieser Erfolg haben, wird MKM als nächstes Musikfestival wieder erleben. Was Musik in den Ohren der Fans sein dürfte. Alles klar. Musik in VR wäre unproblematisch. Tatsächlich Ticket kaufen, Headset aufsetzen und zack, bist du da. Programm complete. Da ist Kleidung drin. Nein, das nehmen wir nicht mit. Und ein Kleider für Alice. Ah, für Alice. Thank you.
du entscheidest. Tut mir leid, Alice, aber wir müssen das tun. Boah, meine Frau klaut. Ja, besser als den Kassierer zu beklauen, oder? Klauen generell geht nicht. Jetzt kann ich auch wieder umdrehen und dann? Nein, kannst du nicht mehr. Boah, meine Frau klaut. Ja, und wegen dem Kind. Das Kind braucht was Warmes. Trotzdem, das ist Diebstahl. Und das war klar, Alice hat dich verwarnt. Nee, das soll sein. Alter, die klaut weiter. Nein, nein, das nehme ich nicht mit. Hör auf, ich will nicht. Genau, Nadines dunkle Seele kommt jetzt zu Vorschein. Genau, Alter. Mir wird jetzt gerade erst bewusst, dass ich für eine diebische Eltern neben mir sitzen habe. Was, sei diskret. Was ist denn diskret? Ach, ich muss das langsam machen, oder was? Ja. Komm schon, los. Das siehst du. Jetzt habe ich doch nichts gemacht. Ja. Aber wir sind gerade, haben einen umgebrachten Tod, müssen uns unauffällig behalten und können nicht dann klauen. Ja, mach doch weiter. Ich sag dir Kritik, weil heißt nicht direkt, dass du beleidigt sein musst. Das ist. Ich bin ein Drahtscher. Ja, was machen wir jetzt tatsächlich? Ja, die Drahtscher kommen auch nicht. Also, es bleibt tatsächlich eigentlich nur da hinten die Möglichkeit. Es geht nichts anders. Weil wir können nicht klauen. So gut, weil Frau kann schon doch klauen. Manchmal muss man. Es hört sich scheiße an, aber es gibt Situationen. Ja, aber da musst du klauen, um zu überleben. Aber die Beziehung zu Alice geht kaputt. Und da, die Beziehung zu Alice steht im vordersten Grunde. Das ist das Wichtigste. Wir verlassen Auto übernachten. Genau das machen wir. Ich wollte gerade sagen, wir. Vielleicht nicht. Nadine kann. Genau. Wir vielleicht nicht. Ich klaue nicht. Habe ich noch nie tatsächlich mein Leben gehabt. Ich habe schon natürlich nicht Sachen gemacht, die rechtens sind. Ist klar. Habe ich alle mal gemacht. Klauen gehört aber nie dazu. Bei meiner Frau bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob die nicht geklaut hat in ihrem Leben. Nachdem ich das gerade gesehen habe, weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, wie gesagt, dazu sagen wir mal nichts. Ach, da ist die Drahtschere. Die lassen wir aber liegen. Die lassen wir aber liegen. Wir brauchen die Drahtschere nicht. Wir gehen ins Auto. Guck mal, haben wir noch irgendwo Interaktionsmöglichkeiten? Da zum Beispiel. Ja, das ist doch der Zaun. Ist das nicht die Stelle nein, vom Zaun? Nein, das ist nicht auf der Straße. Da hinten ist die Straße. Da ist nämlich eine andere Stelle zum Bartschneider. Wieso? Da stand doch gerade. Ja, Drahtschere. Aber wir sind ja nicht an der Straße. Das Haus ist ja noch dazwischen, zwischen Straße und Auto. Logischerweise. Ist hier jetzt schon ins Auto reingegangen oder was? Nein. Ich sehe Scheiß gerade. Was soll ich sagen? Na gut, aber wir steigen ins Auto. Das ist die vernünftigste Möglichkeit. Sieht verlassen aus. Machen wir auf, komm, Arschlecken. Das ist in meinen Augen die vernünftigste Möglichkeit. Halte Abstand, Alice. Es ist schön trocken. Und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Ja, bevor du was zurück zu haben kommst. Wir können, klar, können wir woanders jetzt gerade hin. Aber das Ding ist, die anderen Optionen sind alle illegal. Wirklich alle. Und das will ich wirklich nicht, dass wir irgendeine illegale Methode eigentlich machen. Weil wir müssten dafür klauen. Oder sonst wir irgendwas. Bleiben lieber hier, Alice. Sicherheit ist das Wichtigste. Und es ist nur für heute. Das Auto ist verlassen, Julian.
Es steht wirklich nur rum, deswegen. Es ist die, das ist tatsächlich von den ganzen Optionen die vernünftigste. Wirklich. Ja, super. Fällt ja. Der auch nicht. Tja, das hängt schon auch, du blöde Tante. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer so wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Versprechen, definitiv. Versprochen. Bleiben wir für immer zusammen? Ja. Für immer. Für immer. Fuck. Alter, was? Alter! Hallo, hallo, stopp! Alter, warte kurz. Alter! Was zum Fick? Was zum Teufel? Auf dem Parkplatz, wo wir jetzt gerade sind, gab es noch eine andere Entscheidung. Wo wir hätten hängen können, okay? Ey, die wäre ja noch weitreichender gewesen. Noch mehr Optionen. Was hätten wir da entscheiden können? Ach, dann ist ins Haus gehen. Das, wir hätten ja die Drahtschere nehmen können und dann ins Haus gehen können. Da wären noch viel, 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 viel mehr Möglichkeiten gewesen. Alter, das Spiel wird mir so viel Zeit kosten noch, ne? Alter, das wird so richtig viel Zeit kosten. Leck mich am Arsch. LMAA. Okay. So, jetzt übernehme ich die Kontrolle hier auf dem Spiel. Im Supermarkt, wir hätten hier Mitarbeiter reden, Kasse bemerken. Da hätten wir natürlich klauen können. Ach guck mal, da hätten wir noch mehr machen können im Format. Noch viel, viel mehr. Aber wäre wahrscheinlich alles mit Klauen gewesen. Und das wollen wir alles wirklich nicht. Aber da werde ich mir hinter alles angucken. Das werden wir hinter uns alles angucken. Das ist toll.